Mein Name ist Starkrom und ich zocke euch heute den Rust Quick Starter Guide. Wir starten wie alle Rust-Spieler nackt am Strand mit einem Stein und einer Fackel bewaffnet, ohne jegliche Materialien im Inventar. Was wir jetzt machen, ist nicht wie viele andere Spieler, laufen direkt rum, schlagen irgendwelchen anderen Spielern auf den Kopf oder fangen direkt hier an, Materialien zu sammeln. Wir markieren uns direkt das Banditenlager, das ist in dem Fall hier. Sehen das oben hier in der Anzeige auf dem Kompass, laufen direkt zum Banditenlager, lassen uns von keinem Spieler ablenken, hacken auf dem Weg Materialien, die wir finden, wie Stein, Holz und Fässer, wo Materialien drin sind, wie Schrott und andere Teile, die man später verschrotten kann. Hier ist schon der erste Stein, den hacken wir jetzt und dann rennen wir direkt weiter zum Banditenlager. So, wir haben jetzt schon genug Holz und Stein abgehackt, dass wir unsere ersten Werkzeuge craften können. Da könnten wir im Schnellherstellmenü eine Axt schon hier herstellen mit einem Klick und eine Spitzhacke. Man könnte aber auch unter Werkzeuge draufgehen, Steinbeil, Spitzhacke craften. Für eine Steinspitzhacke reicht es jetzt nicht mehr, aber schon mal, dann haben wir schon mal hier das Steinbeil, da craften wir schneller mit Holz ab. Holz sammeln wir damit schneller. Ja. Hier haben wir unser erstes Stoff gefunden. Das wird hier als Handfasern angezeigt. Das ist nichts zum Rauchen. Da kriegt man einfach nur den Stoff raus. Aus dem Stoff kann man später Kleidung craften. Oh, das wollte ich jetzt nicht. Oder einen Bogen. Hier, wo ist der Bogen? Da. Den will ich am Anfang nicht craften. Wir craften uns am Anfang, sobald wir 30 Stoff haben, einen Schlafsack. Wo ist der denn? Konstruktion, Gegenstände. Wo habe ich den versteckt? Hier, da. Einen Schlafsack. Der Schlafsack sorgt dafür, dass man an der Stelle, wo man den setzt, direkt wieder spawnt. Solltet ihr also sterben, könnt ihr direkt beim Schlafsack spawnen und spawnt nicht wieder hier unten am Strand, wo wir am Anfang waren. So, ihr seht hier an der Straße spawnen manchmal solche Fässer. Die Fässer könnt ihr auch auf dem Weg mitnehmen. Sammelt nicht zu viel, haltet euch nicht zu viel an der Straße auf. Da laufen viele andere Spieler rum. Sammelt das ein und dann... Hier auch noch eine kleine Kiste mit einer richtigen Axt sogar und ein bisschen Schrott. Und lauf direkt weiter zur Markierung. Hier ist das erste große Monument. Das ist der Flughafen oder der Flugplatz, wie es hier heißt. Hier findet ihr schon die ersten Waffen und Werkzeuge, die ihr braucht. Aber wenn ihr zu nah kommt, ihr seht hier, ist noch keine Strahlung. Hier sind Fässer. Sobald ich zu nah an den Flugplatz rankomme, knackt es, wie ihr hört. Und ihr kriegt Strahlung. Deswegen... Haltet euch am Anfang vom Flugplatz fern, sammelt weiter die Materialien, lauft direkt zum Banditenlager, weil da laufen schon die bewaffneten Spieler rum, die töten euch nur und ihr müsst von vorne anfangen. Haltet Abstand davon, sammelt kleine Fässer am Straßenrand. Wir haben den ersten Eisenerzstein, den hacken wir direkt mit ab. Den brauchen wir später, oder das Eisenerz brauchen wir später, um den in dem Ofen zu schmelzen und um stabilere Eisentüren zu machen. Ihr seht hier wieder ein kleines Monument. Ohne Namen, weil da gibt es nicht so viel, aber da ist auch sehr viel Strahlung. Fast bei allen Monumenten ist sehr, sehr viel Strahlung. Da könnt ihr ohne Kleidung nicht rein. Deswegen bleibt da erstmal weg. Sammelt euch Steine, Holz, Metallerz. Nur 2, 3 Metallerz, Steine. Dann seid ihr erstmal damit bedient und den Rest nur Holz und Steine. Und dann habt ihr genug gesammelt, um euch gleich euer kleines Haus zu bauen. Am Banditenlager. So, da sind wir auch schon beim Banditenlager. Das Besondere am Banditenlager ist, hier spawnen drumherum Fässer und im Banditenlager kann man nicht und darf man keinen töten. Also man kann nicht getötet werden und darf auch keinen anderen Spieler töten oder Schaden machen. Ihr seht hier, sofort Entwaffnung, man kriegt eine Warnung, Waffe aus der Hand, die Axt zählt in dem Fall als Waffe. Dann nehmt ihr einfach etwas anderes, drückt einen anderen Knopf, dann kommt ihr direkt auf eine andere Waffe oder die Waffe wird weggepackt. Die Fackel dürft ihr hier gern benutzen, die zählt nicht als Waffe. Und dann seid ihr in der Sicherheitszone. Das Banditenlager ist eine gesamte Sicherheitszone. Solange ihr hier unten rechts über eurer Lebensanzeige das Sicherheitszonenzeichen habt, kann kein anderer Spieler euch Schaden machen oder euch töten oder eure Sachen, die in eurem Körper liegen bleiben, wenn ihr sterbt, mitnehmen. Deswegen, ihr
Könnt hier drumherum noch die Fässer abhacken. Wenn ihr das nicht mit der Axt könnt, weil ihr in der Sicherheitszone sind, nehmt ihr einfach euren Stein vom Anfang. Den könnt ihr auch in die Hand nehmen, lässt ihr auch nicht auf Waffe. Einfach die Sachen hier abhacken. Und dann rein ins Maschinenlager. Weil jetzt können wir unsere ersten Sachen recyceln. Hier in das Haus gehen wir rein, wo zwei Kräne an der Seite sind. Im Dunkeln leuchtet hier oben diese Lichterkette. Das erkennt ihr immer daran. Das ist das größte Haus hier im Banditenlager. Ihr geht einfach hier vorne oder von der anderen Seite rein. Zack, hier die Treppe hoch. Dann geht ihr durch den mittleren Raum einfach. Hier halten sich auf einem vollen Server viele Spiele auf, aber die können euch hier, wie gesagt, nichts tun. Stellt euch hier hin, schmeißt sowas hier. Einfache Kolben, das braucht ihr alles nicht. Waffengehäuse braucht ihr auch noch nicht. Könnt ihr alles in den Recycler schmeißen. Dann schmeißt ihr den Recycler an und kriegt dafür dann andere Materialien, die ihr jetzt dringend braucht. Ihr seht schon hier, Metallsplitter. Das können wir auch da reinschmeißen, das brauchen wir auch nicht. Es gibt uns Holz, Nähkit, alles rein. Dann recyceln wir jetzt erstmal alles. In der Zeit, wo das hier alles recycelt, können wir uns schon mal, was wir für unser Haus brauchen, einen Werkzeugschrank bauen, einen Hammer bauen, einen Bauplan bauen, habe ich schon, eine Holztüre bauen, drei Schlösser bauen, zack. Wir gucken mal, was wir im Recycler drin haben. 150 Metallschrott, Stoff, Seil, hochwertiges Metall und nochmal ein bisschen davon. So, reicht das jetzt schon für eine Metalltür? Wir können sogar schon eine Metalltür craften. Die ist am Anfang sehr gut. Die brauchst du sowieso die ganze Zeit über im Spiel. Die benutzen wir jetzt direkt für unser Haus. Wir sind jetzt hier am Banditenlager. Guckt mal, hier ist Schnee. Da ist euch immer kalt. Da friert ihr immer. Da würde ich jetzt nicht das Haus bauen. Überlegt mal hier so. Ihr seid schnell am Banditenlager. Da ist eine gute Position. Hier ist der Startplatz. Da kriegt man viele Waffen. Baut euer Haus hier hin oder baut euer Haus irgendwo ums Banditenlager rum. Dann könnt ihr immer hier recyceln und könnt entspannt eure Materialien hier zusammensammeln, ohne von irgendwelchen Spielern getötet werden. So, wir nehmen unseren Bauplan in die Hand. Solange uns hier alles rot angezeigt wird, können wir nicht bauen. Aber sobald es blau ist, können wir hier unsere erste Foundation bauen. Mit dem Bauplan. Hier könnt ihr auswählen, was ihr bauen wollt. Könnt ihr mal alles ausprobieren. Das sind ganz viele verschiedene Sachen. Aber ich zeige euch erstmal nur, die ihr für den Anfang braucht. Das Starterhaus, was von allen benutzt wird, von allen erfahrenen Spielern, ist die 2x1 Basis. Zwei Grundfoundations, eine Dreiecksfoundation rechts an die Seite. Wichtig, rechts an die Seite. Hier oben rechts an die Seite. Dann wählt ihr aus die Wände. Dann setzt ihr hier eine Wand hin. Baut das hier zu. Setzt zwei Türeingänge hier hin. Da eine hin, da eine hin. Ein Dreiecksdach da rein und zwei viereckige Dächer hier rein. So. Jetzt seht ihr, die Wand hat 10 HP. Das ist das Minimum am Leben, was eine Wand haben kann. Das ist das Schwächste. Du brauchst mit der Axt hier zwei Schläge oder drei. Und ihr seht schon, die geht kaputt. Deswegen, wir müssen kurz warten hier. Wenn das hier zerstört ist, liegen die Materialien im Weg. Wir versuchen, das so schnell wie möglich aus besseren Materialien zu machen. So, da konnten wir es wieder bauen. Deswegen haben wir auf dem Weg Steine und jede Menge Holz gesammelt. Wenn das jetzt auf dem Server ist, wo viele Spieler sind, dann macht ihr das so schnell wie möglich. Ihr macht hier upgraden auf Stein, upgraden auf Stein, upgraden, upgraden, upgraden. Bis ihr keinen Stein mehr habt. Wenn ihr keinen Stein mehr habt, springt ihr sofort auf Holz über, gradet alles schnell ab, rechte Maustaste gedrückt halten und in die Richtung ziehen. Alles upgraden. Jetzt seht ihr schon, 500 Verteidigung hat die Wand und die aus Holz sogar hat nur 250, aber das reicht völlig aus für den Anfang. Ihr habt vorhin die Türen schon gecraftet. Die nehmt ihr euch in die Hand. Die Metalltür setzt ihr hier hin. Zack, Schloss in die Hand. Und sofort Schloss dran setzen. Gedrückt halten, Schloss abschließen. Wenn das hier rot angezeigt wird, wie bei mir, ist abgeschlossen. Wenn es grün angezeigt wird, ist die offen. Immer gucken, dass es abgeschlossen ist. So kommt keiner rein, der keinen Schlüssel hat. So, ihr setzt die zweite Tür, das stellt sicher, dass keiner vor eurer Haustür wartet und euch tötet und direkt im Haus ist. So habt ihr eine kleine Zwischenluke, wo keiner halt rein kann. Die setzt ihr so, dass die nach außen aufgeht. Wenn die nach außen aufgeht, kann nämlich keiner rein, wenn die innen öffnet ist. Es
kann nämlich sein, dass einer vor eurer Tür wartet mit einer Shotgun oder einem Bogen. Und ihr kommt gerade raus und er tötet euch sofort hier in dem Raum. Dann kann er aber nicht weiter, weil eins um einmal hier die Tür ist. Und zum zweiten Mal, wenn er euch nochmal tötet, kann er nur bis hierhin. Der kann nicht weiter. Deswegen immer zwei Türen und gucken, dass die innere nach außen aufgeht. Wir setzen unser zweites Schloss dran. Das billige Schloss, das kann man als Solo-Player immer benutzen. Aber sobald man mit mehreren Spielern spielt und ein Haus benutzt, immer das Codeschloss benutzen. Da gebt ihr einen Code ein, den ihr in eurer Gruppe benutzt. Und so kann jeder die Tür öffnen, der den Code einmal eingegeben hat. Wir setzen jetzt unseren Werkzeugschrank. Der Werkzeugschrank, den setzen wir in dem Fall ganz hinten rechts in die Ecke. Einmal so. Zack. Setzen ein Schloss drauf, damit da auch wieder keiner dran kann, außer uns. Packen unsere wichtigen Materialien schon mal da rein. So. Und so kommt da auch jetzt keiner erstmal dran. Und unser Haus wird geschützt. Und zwar braucht man oder aufrechterhalten. Dein Haus ist aus Stein, Holz und weil wir hier schon ein bisschen Metall haben, die Metalltür, aus Metall. Dann steht hier im Schrank Kosten für 24 Stunden. Für 24 Stunden braucht das kleine Haus bis jetzt nur 83 Stein, 72 Holz und 8 Metallsplitter. Da seht, eine Stunde, 8 Stunden und 52, ein Tag, 8 Stunden und 52 Minuten hält das. Das ist, weil wir hier unsere Materialien drin haben, wie Stein, Holz, Metall. So. Das haben wir jetzt schon mal. Das wird jetzt aufrecht gehalten. Jetzt setzen wir unseren Schlafsack in unser Haus. Wir setzen den Schlafsack am besten mal hier hin einfach. Das stört er nicht. Einfach hier hin. Und craften uns jetzt noch eine kleine Kiste. So, kleine Kiste gecraftet. Nochmal. Packen das wieder rein. Ihr seht, wenn ich das Holz jetzt rausnehme und kein Holz im Schrank ist oder kein Stein oder kein Metallsplitter, dann steht hier oben, hier unten rechts, Gebäude zerfällt. Das heißt, euer Gebäude verliert langsam am Leben. Jetzt verliert langsam die Holzwände, das Holzdach, alles an Leben, weil kein Holz drin ist. Wenn ihr es wieder reinpackt, gar kein Problem, dann hält es für einen Tag und 8 Stunden. Wenn ihr 2000 Stein, Holz und Metall reinpackt, dann hält es für 4 Tage, 5 Tage, 6 Tage, je nachdem, wie viel ihr reinpackt. So, unsere Holztruhe ist fertig. Die positionieren wir hier. Da können wir schon mal die Sachen reinpacken, die wir erstmal nicht brauchen. Seil und so weiter. Schritt 2 ist es jetzt, weiter Schrott zu farmen, Schrott zu sammeln, um die erste Werkbank zu bauen. Das könnt ihr schön am Banditenlager entspannt machen. Da sind viele Fässer und da könnt ihr direkt recyceln. Also direkt zum Banditenlager und dort alles abhacken, was geht. Den Stein wieder mitnehmen und easy going. Ihr könnt aber auch einfach an der Straße entlang laufen. Da sind sogar noch mehr Fässer, aber halt auch mehr Spieler. Müsst ihr vorsichtig sein und hackt hier alles ab. So kommt ihr schnell an Schrott dran und könnt euch auch schnell eure erste Werkbank und euren Ofen bauen. Oh, hier habe ich gerade schon mal einen Presslufthammer gefunden. Der ist sehr selten. Dass ihr den in so einer Kiste findet, ist nicht sehr wahrscheinlich. Aber ich zeige euch gleich, das ist das beste Werkzeug, um Steine abzuhacken. Am Anfang kann man sowas nicht von selber bauen. Du kannst die Eisenachse nicht selbst bauen und den Presslufthammer auch nicht. Deswegen würde ich jetzt im Normalfall direkt zurück nach Hause laufen, den erstmal in der Kiste lassen und nicht benutzen, weil wenn ihr getötet werdet, dann habt ihr den nicht mehr und dann bekommt ihr den auch nicht mehr so schnell, weil der echt sehr selten ist. Wenn ihr eine Axt bekommt oder einen Presslufthammer, erstmal ins Haus verstecken und weiter die schlechten Werkzeuge wie aus Stein benutzen, weil die könnt ihr am Anfang sowieso die ganze Zeit craften, das ist sicher, dann habt ihr die schon mal versteckt, die wichtigen Sachen hier, zack, und fertig ist. Materialien können wir auch wieder hier reinpacken. Auch. Den Schrott nehme ich jetzt mal mit, weil wir gleich zum Banditenlager wollen. Hier haben wir noch Samen. Die können wir gerne vor unser Haus pflanzen. Da wächst dann was. So, Türen zu und weiter sammeln. Hier seht ihr wieder, man kriegt wieder Strahlung vom Startplatz, deswegen nicht in die Nähe kommen, hier gibt es zu viel Strahlung. Direkt umdrehen, andere Richtung laufen und da weiter sammeln. Hier könnt ihr später noch genug Material. So, wir haben jetzt 50 Schrott gesammelt, haben ein bisschen Holz, haben auch schon ein Haus. Dann können wir auf Waffen gehen und können uns einen Bogen craften. Und auf Munition und ein paar Pfeile. So können wir uns schon mal wehren, falls uns jemand angreift, sind wir nicht ganz aufgeschmissen und können auch ein bisschen auf Entfernung kämpfen und uns auch schneller
oder können schneller Tiere jagen und erlegen. Ihr hört schon, da unten ist ein Bär. Die Stelle ist jetzt ganz gut. Wir gehen jetzt einfach schnell hier. Der Bär sieht uns, der greift uns direkt an. Wir hüpfen jetzt einfach hier hoch aufs Dach. Der kann nicht hier hoch. Wir schießen ihn jetzt einfach an. Der haut jetzt schon ab. Okay, dann laufen wir hinterher. Wir brauchen nämlich das Fett und das Fell und Leder von dem, damit wir uns unseren ersten Ofen craften können. Ein kleiner Tipp am Rande. Habt ein bisschen Holz dabei, craftet euch einen Bauplan wieder. Und dann zeige ich euch gleich, was man machen kann. Der Bär ist völlig am Ausrasten, der zieht durch. Wir folgen ihn aber mal weiter. Bauplan ist fertig, können wir hier was bauen. Bauplan in die Hand, draufstellen. Den Bären anschießt. Der will aber auch nicht kommen. Egal, wir verfolgen den. Das heißt, meistens, wenn die weglaufen, dass sie schon ziemlich wenig Leben haben. 15 Pfeile hat er noch. Der will überhaupt nicht stehen bleiben. Okay, wir laufen hinterher. Wir brauchen dringend das Fett von dem. So, der Bär ist erlegt. Die Pfeile können wir jetzt alle schon wieder aus dem rausziehen. Dann haben wir die noch und haben die nicht verschwendet. Dann fangen wir an, den zu zerhacken mit dem Beil. So, der Bär ist komplett entnommen. Da vorne läuft noch einer, aber ich würde euch jetzt empfehlen, erstmal nach Hause zu laufen mit den ganzen Materialien und dann den Ofen zu bauen. Wir laufen jetzt direkt los. Haben wir denn genug? 60, 30, ja, das sollte reichen. Wir brauchen viel Brennstoff, aus dem man den Ofen craftet, nämlich immer Tierfett und, was ist das nochmal? Stoff, genau, Stoff. Unser Haus war hier, wo ich markiert habe, ungefähr. Dann laufen wir dahin. Wie gesagt, das mit der Foundation, die zu bauen, sich draufzustellen, den Bär anzuschießen, klappt meistens immer. Der kann euch da auf jeden Fall keinen Schaden machen, wenn ihr nicht ganz an den Rand euch nicht ganz an den Rand stellt. Deswegen stellt euch immer schön an den Rand, nicht an den Rand, in die Mitte und schießt von dort oben dann mit dem Bogen auf den Bär. Der kommt meistens dann angelaufen und bleibt dann vor der Foundation stehen. Ihr könnt ihr dann entspannt abschießen, ohne dass der euch Schaden macht. So, wir packen jetzt das, was wir nicht brauchen, schon mal wieder da rein. Schweinefleisch können wir gebrauchen. Bärenfleisch. Könnten wir in der Zeit schon mal ein Lagerfeuer craften, damit wir gleich was zu essen haben. Aus den Knochen von dem Bär können wir ein Knochenmesser machen. Damit kriegt man nämlich noch mehr Fleisch und Fett aus dem Bär und Brennstoff. So, wir drücken hier auf den Pfeil. Dann wird automatisch die maximale Menge an Kraftstoff hergestellt, die wir craften können. Ja, da müssen wir warten, bis das fertig ist und bauen uns den ersten Ofen. So, unser Lagerfeuer ist fertig. Wir können jetzt mal ein bisschen Holz hier nehmen. Setzen das Lagerfeuer jetzt einfach mal hier rein. Stört es niemanden. Nimm unser Bärenfleisch. Legen das hier rein. Lagerfeuer an. Vorsicht, nicht zu nah. Wenn ihr am Lagerfeuer zu nah steht, dann kriegt ihr Brandschaden. Das merkt ihr aber auch. Dann kommt so ein zischender Sound. Die Steine können wir dann in dem Fall benutzen, um hier weiter abzugraden. Das ist noch aus Holz. Ab aus Stein damit. Stein, Stein, Stein. Das ist auch aus Stein. Das hier noch den Boden upgraden. Das da. Komme ich hier dran, ohne mich zu verbrennen? Ja. Das Dach hier. Zack. Jetzt haben wir das ganze Haus schon mal aus Stein. Jetzt kommt kein Spieler mehr hier rein, ohne Sprengstoff zu benutzen oder explosive Munition. Das ist schon mal erstmal sehr sicher. Weil alles, was aus Holz ist, kann mit einer Spitzhacke, mit einer Axt zerstört werden oder mit Feuerschaden. Dann kommen die ziemlich schnell hier rein. Deswegen so schnell wie möglich Blechtür bauen. Stein upgraden und fertig. Ihr seid erstmal sicher. Wir haben jetzt einen gegrillt. Das können wir essen. Das Verbrannte können wir auch essen. Gibt uns halt nur nicht so viel Kraft und so viel Nährung. Deswegen immer gucken, dass das nicht verbrennt. Hier ist nur das nächste fertig. Stopp, ausmachen. Das reicht uns schon. Wenn wir das essen, kriegen wir Leben. Ein bisschen trinken und unsere Hungerleiste geht runter. So, wir haben jetzt genug Brennstoff, um uns den Ofen zu craften. Wir gehen auf Craften, Gegenstände und craften unseren ersten Ofen. Wir setzen den Ofen hier in die Ecke. Teilen den Schwefel durch drei. Einfach, zack, dreimal verteilen. Ofen anmachen. Hier kommt Kohle hin. Da kommt Metallsplitter aus dem Erz. Wir können in der Zeit wieder zum Banditenlager. Haben unsere Schrottteile dabei. Wir gehen zum Banditenlager. Hier sind wir wieder beim Recycler anbekommen. Hier können wir wieder alles reinschmeißen, was wir erstmal nicht brauchen, um halt Schrott zu bekommen. Die Sachen haben wir fertig, haben wir gecraftet, wir haben Metallsplitter bekommen, hochwertig ist und nochmal ein bisschen Schrott. Damit gehen wir jetzt nach Hause. Das reicht wahrscheinlich jetzt schon, um die Werkbank 1 zu bauen.
So, wo war unser Haus? Hier drüben. So, wir haben jetzt genug Materialien, um uns die erste Werkbank zu craften. Wir holen noch die Metallsplitter raus. Jetzt haben wir hier 50, davon 100. Das ist genug. Das zusammen reicht das für die Werkbank. Wir gehen wieder auf Gegenstände. Werkbankstufe 1 herstellen. Und jetzt haben wir unsere erste Werkbank, womit wir uns dann schon bessere Waffen bzw. Werkzeuge herstellen können. So, die Werkbank 1 ist fertig. Die setzen wir dann direkt hier hin. Hier. Da verbraucht die nicht so viel Platz. Super. So, wir sind jetzt in der Werkbank 1. Uns wird angezeigt, Werkbank 1, Werkbankstufe 1 Bereich. Wenn wir hier aus dem Bereich reingehen, seht ihr über meinem Namen, über meiner Lebensanzeige verschwindet das. Wir gehen wieder rein, es ist wieder da. In dem Bereich könnt ihr euch direkt schon bessere Waffen craften. Das wäre zum einen der Compoundbogen. Der macht sehr viel Schaden, den müsst ihr lange aufladen. Deswegen ist der am Anfang relativ schwer auch zu spielen. Der Bogen ist schon eigentlich gut. Oder ihr nehmt die Armbrust. Die kostet 200 Holz, 2 Seile und 75 Metallsplitter. Dafür haben wir jetzt die Metallsplitter auch schon gesammelt. Die könnten wir uns theoretisch bauen. Der macht 60 Schaden und ist direkt schussbereit. Da müsst ihr nicht erst noch den Pfeil aufladen. Der ist direkt fertig. Das nächste Ziel wäre jetzt, einen Forschungstisch zu bauen. Dafür brauchen wir 20 Metallschrott und 200 Metallfragmente. Ihr habt auf dem Weg hierhin genug Metallerz gesammelt und könnt euch direkt, könnt ihr warten, bis das hier fertig ist. Dann habt ihr 200 und dann könnt ihr euch auch den Forschungstisch direkt bauen. So, wir haben jetzt über die Nacht Metallsplitter brennen lassen. Wir haben jetzt hier 200 übrig, oder haben jetzt 200 gebrannt. Für die Forschungstisch brauchen wir 200 Metallsplitter, 20 Schrott. Den bauen wir jetzt direkt, ab ins Schnellmenü, gebaut. Jetzt warten wir noch, bis der fertig ist. So, der Forschungstisch ist fertig. Den setzen wir jetzt direkt hier neben den Ofen. Einfach hier, zack, hinstellen. Der Ofen kann hier hinten schön in der Ecke stehen. Pack die Metallsplitter da rein, alles gut. So, der Forschungstisch hat folgende Wirkung. Ihr könnt an dem Sachen erforschen, ohne, beziehungsweise könnt zum Beispiel die Shotgun erforschen, wenn ihr die einmal gefunden habt, ohne erstmal von hier oben bis nach hier unten zu farmen. Die Axt können wir reinstellen und die können wir erforschen. Wir tun jetzt, wenn wir sie hätten, unseren Schrott, 75 Schrott brauchen wir, würden wir hier reinlegen, können dann hier unten auf Forschen drücken, da kriegt man davon einen Bauplan, wir lernen den und zack, schon können wir die Axt bauen. So, das wäre auch schon das erste Haus gewesen, das wir jetzt gebaut haben in Rust. Jetzt könnt ihr hier ganz entspannt looten gehen, die Sachen hier erstmal lagern, ein paar Waffen lernen vielleicht. Wenn ihr Fragen zu Waffen habt oder besseren Werkzeugen oder generell Fragen in Rust, gerne in die Kommentare oder gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbeischauen. Link hier in der Beschreibung. Dort beantworte ich euch gerne alle Fragen. Wenn ihr Bock habt, kommt vorbei und wir beantworten alle Fragen, die ihr habt. Haut rein. Ciao.